Gefahr. Da wüsste ich nicht, wie Ried das noch machen will. Na, versucht er jetzt die Linke wieder zu bringen, kennt Tikian. Er hat sich schon auf ihren Trainer und dann die Rechte mal wieder nach. Zack, da steckt es wieder ein. Und nochmal. Man wiederholt sich hier so im Laufe der Runden, aber es sind immer wieder die gleichen Schläge, mit denen Elena Rita nicht fertig wird. Und man denkt ja immer, routinierte Kämpferin, die haben so ihre Mittelchen, so eine junge Fighterin zu stoppen, aber weit gefehlt. Ja, also jetzt nach 7 Runden kann man wirklich sagen, die Kämpferin von einst, die Elena Reed, ist sie nicht mehr. Sie war mal wirklich eine großartige Kämpferin. Naja, du weißt es ja am besten, ne? Ich erkenne sie wirklich heute überhaupt nicht wieder. Aber Susi macht es einfach super. Sie macht es professionell, sie zieht ihren Stiefel durch und ganz aggressiv, ohne jeglichen Respekt. Es war, ist heute wirklich der richtige Zeitpunkt, der Kampf gegen Elena Reed. Seconds out. Ringfrei, Runde 7, Round 7. Und ich lege mich fest, das ist wirklich heute Susis Tag. Okay. Ja, man muss natürlich auch einsehen, sie ist erst 27 Jahre alt, Elena Reed, aber wenn sie so weitermacht, dann soll sie sich wirklich überlegen, ob sie nicht beim Spielfreit bleibt. Ja, das ist es ja einfach. Also wirklich, Elena Reed hat ja von ihrem ersten Profikampf an wirklich nur ganz schwere Gegnerinnen geboxt. Und jeder Kampf, nahe jeder Zugkampf war eine Ringschlacht. Und dass das natürlich an so einem Körper auch nicht spurlos vorbeigeht, das ist irgendwo klar. Und ja, was die Konsequenz ist, das sieht man irgendwie heute. Vor allem sieht man auch ihr Gesicht an, mit Schwellungen auf beiden Seiten. Es ist wirklich offen wie ein Scheunentor, das kann man echt sagen. Ja, und die Susi Kritiker lässt sich natürlich auch hier kaum Zeit, sich mal zu erholen. Das schlägt schon wieder ein, Links-Rechts-Kombination. Sie steht da, sie ist vollkommen orientierungslos, weiß gar nicht mehr, wo sie hinschlagen soll. Sie ist orientierungslos und sie ist einfach langsamer. Ja, ballert da ein bisschen mit, aber ja. Sieht auch die Schläge nicht kommen von Kentikian. Sie hat überhaupt kein Konzept, ja. Also das merkt man ganz klar. Das ist eher Schlag der Verzweiflung. Schlag die Reed. Ja, also ich glaube, Oi. Sehr schöne Haken. Ja, da pfeffert es wirklich ein. Aber ich muss eigentlich sagen, also was sie wegsteckt. Ja, also ich habe das ja auch damals gemerkt, als ich gegen sie geboxt habe. Also man kann sie treffen, wie man will. Also sie steckt schon einiges weg. Bumm, zack, Kombination. Wieder die Rechte, knallhart durchkommt. Die bleibt stehen. Nochmal die Rechte. Und ich glaube, Susi hat sich das gar nicht so einfach vorgestellt. So, jetzt steckt es ein, ein anderes Mal. Wie gesagt, man kann hier eigentlich ein Kumpband abspielen, jede Runde, jede der anderen. Runde ist gleich. Ja. Also bis jetzt hat Susi Kentik ja noch keine Runde abgegeben. Nee. Zumindest nicht auf meinem Zettel. So, hier mal die Ecke von Elena Reed. Bobby. Ja. Gion. Dani ist da und vor allen Dingen ihr Mann, Ray Steinbeiß. Ja, und er erkennt es ganz genau richtig. Er sagt zu ihr, ein Schlag ist nicht genug. Und damit hat er völlig recht, der Trainer. Aber vielleicht sollte er auch ein bisschen auf ihre Deckung eingehen. Das wäre noch sinnvoller. Ja, also. Meinst du, das kann er ihr noch in 10 Sekunden beibringen? Seconds out. Ringfrei Runde 8. Achte Runde, 3 Runden noch. 2 Minuten. Auch wie sie ansetzt hier mit ihrer linken, die Reed. Man sieht alles. Man ja, sieht wirklich alles. Und, die Faust hier weit vom Körper weg. Sie boxt auch überhaupt nicht instinktiv, sondern sie überlegt viel zu lange.
Und das dauert eben alles zu sehr. Also man kann gegen so eine quirlige, schnelle Kämpferin wie Susi nicht so lange überlegen. Wenn du natürlich so viel am Kopf kriegst wie sie, überleg mal schon mal, was man da als nächstes unternimmt. Wenn man es noch kann. Wieder die linke. Schöner Haken. Ja, ja. Alles dabei. Fehlt noch mal so ein saftiger Aufwärtshaken. Deckung, Aufwärtshaken. Deckung, Aufwärtshaken. Nimmt sie auch mal die Fäuste nach oben, Elena Reed. Trotzdem schlägt es wieder ein. Sie lässt sie immer hängen nach dem Schlag, gerade ihre rechte. Ja. Da stupst du so ein bisschen nach vorne, lässt sie hängen und dann schlägt es meistens ein. Sieht man ja auch an ihrer Wange, die Schwellung. Na, lässt sie auch Kritik immer ein bisschen ruhiger angehen. Ja, für sie waren die Runden auch anstrengend. Ja, natürlich. Und sie hat sich da ausgepowert erstmal. Ohne dass man das Gefühl hat, dass da irgendwas passieren könnte. Meine, das muss man auch mal sagen. Ja. Und sie braucht jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Also sie führt hier ganz klar und es läuft alles bestens. Also na, ich habe gerade mal so nach hinten geguckt, da wo die Mutter und die Schwester von Elena Reed sitzen. Alles andere als begeisterte Mienen. Ja. Was natürlich für eine Mutter mit Sicherheit schon schwierig. Ja. Solch einen Kampf mit anzusehen. Ja, mit aufhört. Ja. Ruhig. Finde. Komm raus. Ja. Zeig. Du kannst doch. Und ich glaube, so wie ich Susi kenne, wird sie jetzt noch mal, zumindest sie in der letzten Runde, wird sie mit Sicherheit noch mal Gas geben. Hast du mal so in der, von der 8. zu 9. Runde lachen sehen in der Ringecke? Ich noch nicht. Also ja, ich glaube, da spielt auch die Erleichterung eine große Rolle. Ich denke, sie hat sich auch Elena Reed viel stärker vorgestellt. Ja, natürlich, aber man sieht es auch in den Wendler-Listen, nicht gerade auf den hinteren Plätzen platziert. Ja, sie ist zwar im letzten Jahr von Platz 1 auf Platz 4 nach unten gerückt, aber... Ja, immerhin aber. Immerhin, es ist ja... Das ist ja schon noch was. Und also eins kann man hier nach 8 Runden sagen. Der Generationswechsel ist da und irgendwie habe ich die Befürchtung, dass hier heute Abend die große Karriere der Elena Reed hier heute wirklich zu Ende geht. Dass sich Reed überhaupt auf einen offenen Schlagabtausch einlässt. Ja, sie ist mitgenommen. Sie wirkte auch von der ersten Runde an nicht aggressiv motiviert, sondern legte gleich den Rückwärtsgang. Ja, wird auch gleich wieder abgefangen, aber sie versucht gar nicht zu klammern oder irgendwie mal was dagegen zu tun. Ist einfach, sie lässt praktisch alles mit sich geschehen. Da. Knallhart. Ja, aber ein bisschen tief. Ja. Aber das sieht alles so ein bisschen nach Alibi-Schlägen aus von Reed. Versucht jetzt mal den Körper von Susi Kentikian zu treffen. Ja, also die weiß schon ganz genau, dass sie diesen Kampf hier mit Sicherheit nicht mehr gewinnen kann. Und ja, das Gesicht spricht irgendwo auch Bände. Ja, Beifall für die Killer Queen. We've got to go for a knockout. So she doesn't like that. You've got to go in there with the 2-3-2. It was there. It landed every time. Aber das gerade was von Knockout gehört. Ja, das ist ja immer das Schöne an den Amis. Sie sind so unheimlich realistisch manchmal. Ja.
Ich meine, Box ist alles möglich, aber in dem Kampf glaube ich nicht. Ja, wer weiß, vielleicht legen Sie nach diesem Urteil dann noch einen Protest ein. Glauben Sie haben gewonnen? Soll es ja alles schon gegeben haben. Seconds out. Letzte Runde hast du noch. Ringfrei zur 10. und letzten Runde. 10th and last round. Ja, aber Spaß beiseite. Das ist hier wirklich der Tag der Susi Kentikian. Okay. Und das Hamburger Publikum freut sich mit ihr. Negativ, das ist einfach, da klappt gar nichts mehr bei Elena Reed. Da wird sie abgefangen, auf dem Weg nach vorne, stupft sie die nächste Rechte. Also beim Schminken hat sie morgen Probleme, glaube ich, da ist wieder die Linke. Ja, also es ist einfach nur schade, denn Elena Reed war wirklich mal eine große Kämpferin.